Guten Morgen. Ein wunderschöner Morgen. So geheimnisvoll. Für die, die gestern Abend da waren, erstmal. Ich habe euch ja am Schluss dieses mit den langen Sätzen vorgelesen über die Unzufriedenheit, die wir in uns haben und wie wir sie fälschlicherweise versuchen loszuwerden und wie es einfacher und richtiger und erfolgreicher gehen könnte. Erinnert euch? Habt ihr das ein wenig bewegt in eurem Geist? Gibt es da irgendwas dazu? Ja? Nicht bewegt. Pach, schon bewegt. Wie ich dann gestern ins Auto gestiegen bin, dann ich muss so kommen, dass ganz am Anfang von den Belehrern, die ich kennengelernt habe, von Rinpoche, er eigentlich immer anfängt mit der Zufriedenheit. Und ach, schön. Dass das im Dzogchen dann wieder auftaucht, finde ich cool. Ja, der Rinpoche ist ja ein Dzogchen-Lehrer. Ja, ich weiß schon. Ja, darum geht's ja. Und dann, und da werden wir heute wahrscheinlich hinkommen, also das ist ja jetzt, wie soll ich sagen, erstens ist es ja sehr kurz, dieses Wochenende. Und Dzogchen ist sehr groß. Es ist also jetzt nicht ein Kurs in, sondern mehr ein für dich zur Freude und für viele andere, um sie zu locken, tiefer zu gehen. Und ich merke, wenn ich in den Städten mit dem Thema bin, ist natürlich viel oberflächlicher und schwieriger, als wenn wir wenigstens mal eine Woche zusammen sind, dann können wir auch richtig Übungen machen und tiefer. Da ist der Unterschied sehr offensichtlich zwischen Stadt und Retreat. Aber es freut mich sehr, dass da schon wieder ein Punkt ist, wo wir absolut einer kann ja auch eigentlich nicht anders sein. Die Zufriedenheit, die Unzufriedenheit. Und was mir sehr gut gefällt in diesem Zitat vom Namkei Norbu von gestern eben, ist, dass er Dukkha, dieses schreckliche, schwere Wort, dass er das so übersetzt. Weil mir kommt manchmal vor, dass in den östlichen Traditionen dieses Wort Dukkha, das Leiden, eine ähnliche Schwere hat oder gekriegt hat über die Jahrhunderte, wie bei uns in der christlichen Tradition dieses fürchterliche Schuldthema. So. Dukkha. Aber einfach zu sagen, ja, das ist diese nagende Unzufriedenheit, die den menschlichen Geist immer wieder befällt und mit der wir es einfach sehr oft ungeschickt umgehen. Warum gehen wir ungeschickt um? Weil wir nicht besser wissen. Wir sind wenn wir gutes Werkzeug haben, denke ich mal, benutzen wir es auch. Wenn wir es aber nicht wissen, dann gehen wir ungeschickt um. Deshalb ist das Nichtwissen
so saublöd und wird als Ursache der ganzen Problematik unseres Menschseins angesehen. Jetzt war erst der Ajala, noch bist du schon fertig? Schön, Ajala. Also, und eure Namen sage ich ja auch schon wieder ständig. Das müsste man auch sagen, wenn ihr das nicht wollt beim Filmen. Aber es sind ja unsere Namen. Alles okay. Also ich hatte gestern mal wieder das Gefühl, irgendwie mit dem sechsten Gang das Auto angefahren zu haben. Ist das schön oder nicht schön? Ja, das ist toll. Es gibt nur knirscht das Getriebe natürlich ein bisschen, das ist toll. Um im Bild zu bleiben. Und so habe ich mir Gedanken gemacht über dieses, für mich ist das noch ein Mysterium, das Zusammengehen von aus sich selbst befreit, wie es ja in dem Text heißt, und dem sich selbst befreien. Ah, Aktion oder keine Aktion? Ja. Also, ne? Es gibt da in der Tradition dann total schöne Bilder dazu. Und auch dieses aus sich selbst befreit wird selbstverständlich, habe ich gestern wieder in drei Abteilungen untergeteilt. Und da ist das eine Bild, also sozusagen die erste Stufe des sich selbst Befreiens im Selbstbefreiten ist das Bild, ein Tautropfen verdampft in der Sonne. Der Tautropfen, Sonne, das dauert ein bisschen. Mhm. Die Sonne ist das Gewahrsein. Mhm. Der Tautropfen ist der Punkt der Verdunkelung, wo man nicht klar sieht. Das zweite Bild ist, eine Schneeflocke fällt ins Meer. Das geht schon schneller. Die Schneeflocke fällt ins Meer, also jetzt nicht Nordsee, Mittelmeer. Schnee und vor allem nicht Grönland. Schneeflocke fällt bei Sizilien ins Meer. Weg. Dritte Stufe. Eine Schlange. Die Schlangen tun ja manchmal, wenn sie sich gemütlich machen, die Schlangen, dann für lange Schlangen vor allem, verknoten sie sich, ja, scheinbar für uns. Und das dritte Bild ist die Bewegung, die eine Schlange macht, wenn sie aus dieser gemütlich verknoteten Haltung wieder in Bewegung geht. Da ist überhaupt nicht mehr zwei, sondern nicht mehr der Tautropfen und die Sonne, nicht die Schneeflocke, die es mehr braucht, sondern es ist die Natur der Schlange, dass sie von selber wieder entknotet, sich auf den Weg macht. Hilft dir das weiter? Ja, als. Aber alles drei ist ja dennoch, auch wenn jetzt der Tautropfen braucht, die Sonne zum Verdampfen, und dennoch ist es ein aus sich selbst befreit, weil es ist ja ein Geschehen. Die Sonne ist ja da.
Und ich glaube nicht, dass der Tautropfen, vor allem wenn er dann verdampft ist, stellt euch vor, der verdampfte Tautropfen sagt dann, boah, ich habe mich befreit. Geht ja gar nicht. Oder die geschmolzene Schneeflocke. Verstehst du? Das ist immer die Frage, von wo gucke ich. Und das ist ein Vajralied. Und deshalb ist ganz klar die Sicht, die da ausgedrückt ist. Sicht ist auch so ein wichtiges Wort da immer. Das kommt jetzt ständig vor, nicht wundern. Die Sicht ist die aus dem Großen. Aus sich selbst befreit. Es ist also dann immer der Moment. Exakt. Immer der Moment. Und immer für den Moment. Ha. Ja. Und trotzdem ist ja dann das, was wir als Mangel verstehen, schon ein wunderbares Fahrzeug. Wenn wir es zu lenken wissen und die Gangschaltung zu benutzen wissen. Jetzt war erst der Andreas. Ihr müsst die, die jetzt heute Vormittag dazugekommen sind, müsst keine Angst haben. Die Zusammenfassung von gestern Abend folgt. Ich wollte bloß erst die, denen ich eine Hausaufgabe eigentlich gegeben habe, ihnen die Chance geben, bevor ich wieder anfange. Also mir hilft ja schon immer diese grundsätzliche Unterscheidung, die wir auch aus dem Wunschgebet von Samantha Bhadra. Es gibt immer die Basis und dann zwei mögliche Resultate, zwei mögliche Wege. Zwei Pfade. Resultate. Und bin ich da richtig, wenn ich sage, es gibt auch zwei Pfade in der Welt zu sein. Der eine Pfad ist eben der, nicht zu vergessen, dass es diese Basis gibt, aus der alles kommt, sich erhebt, gestaltet und wieder befreit, hineinbefreit. Und das andere ist, unterwegs in Vergessenheit zu geraten. Exakt. Und tatsächlich nicht mehr zu wissen oder erstmal nicht zu wissen, dass es nicht nur eine Welt vieler, vieler Erscheinungen gibt, sondern alle Erscheinungen die gleiche Basis haben, aus der sie kommen und zurückfallen, wie im Garten alles im Herbst Kompost wird und im nächsten Jahr wieder auch anders erscheint. Also der Rosenschnitt ist im nächsten Jahr vielleicht Tulpe. Aber es gibt diese, vielleicht ist es mit dem Komposthaufen, das ist ein bisschen super, sehr einfaches Bild. Ich liebe Bild. Komposthaufen. Aber ich finde, das ist immer, wenn man sich tatsächlich daran erinnert und es leisten kann, also nicht vergisst, dass es so ist, es wie eine körperliche Energetisierung gibt. Also es hat irgendwie eine physische Entsprechung. Mhm. Wie so ein Kribbeln. Warum? Also vielleicht, weil das System sich freut, das, was wir sind, sich freut, dass wir wissen, wer wir eigentlich sind. So. Resonanz und weil es natürlich ist. Ja. Dieses ist das Natürlichste überhaupt. Es ist nicht etwas Übernatürliches. Ja. Und weil es natürlich ist, freut sich jede Zelle. Und endlich hat der Boss begriffen. Und was ich auch irgendwie erleichternd finde, und das hat natürlich ein bisschen was mit so Diskussionen zu tun, die es im Spirituellen auch gibt, wir müssten uns irgendwo hin entwickeln. Und mir fällt immer erleichternd dann ein, dass man, es ist eigentlich gar kein Wohin, es ist ein tiefes sich wieder erinnern daran, wie es eigentlich ist. Exakt. Und das hat natürlich in unserer Zeit bestimmte eigene Herausforderungen. Die sind wahrscheinlich für einen Tibeter vor 400 Jahren anders gewesen,
Stück weit. Aber der Weg ist gangbar. Also das ist auch eine schöne innere Gewissheit. Das ist ein richtig gangbarer, täglich beschreitbarer Weg. So. Das macht mich sehr froh. Das ist wunderbar, was du sagst und auch wie du es sagst. Unterschrift. Ja. Wow. Guten Morgen. Wow. Ja, das muss ich kurz nachschmecken. Ja, wirklich, Überschrift. Natürlich einfach. Natürlich einfach. Nicht geheimnisvoll, sondern und doch geheimnisvoll natürlich, aber ganz näher als nah. Wenn du den Text nochmal liest. Ja, sowieso. Die Frage war, ob ich den Text nochmal lese. Ja, weil ich ja jetzt auch für noch berichte. Ja, gerne. Beim Nachdenken gestern ist mir aufgefallen, dass ich das nicht verstanden habe, vielleicht war ich zu müde, wo du gesagt hast, das sind die wahren Siddhis, wo man den Schlüssel richtig verwendet, um, ja, ich habe es. Oh ja, das war, Blackout. Das war ein wunderschöner Moment und es war 100% richtig und ich habe es vergessen. Wie war jetzt, was habe ich da gesagt? Oh. Kannst du mal zurückspulen, Devasito? Das war vielleicht im Zusammenhang mit Samsara kann man nicht reparieren. Ja, ja. Da hinterher kam das. Also, kannst du es noch wiederholen? Das war gegen Ende unseres Gesprächs, da hast du dann eben gesagt, das sind diese Baden-Cities, nicht irgendwie hellsichtig sein oder 2 Meter über dem Boden, sondern ich weiß aber auch nicht mehr genau, was du da vorher gesagt hast. Das ist doch interessant. Weißt du es noch? Weiß irgendjemand noch? Du? Die Einfachheit. Gegangen ist es ja um die grundlegende Gutheit. Grundlegende Gutheit war das Thema. Es scheint sich um eine wichtige Sache zu handeln. Weißt du es noch, Parama? Ich glaube. Gott sei Dank zeichnen wir alles auf. Ich glaube, verstanden zu haben, die wirklichen Siddhis sind in Freude und Leichtigkeit und Einfachheit durch die Hindernisse dieses Lebens zu kommen. Das, was ich gesagt habe, was ich nicht mehr genau weiß, was ich gesagt habe, hast du so angewendet auf dich und das ist vollkommen korrekt. Mhm. Wunderbar. Aber es ist noch nicht das, was ich gesagt habe. Wer hat jetzt... Ja, du warst das. Ist ja echt erstaunlich. Kann man da über die Mittagspause reinhören? Das war ja ziemlich am Ende, das müsste man finden. Tut mir leid. Das war in einer anderen Dimension und ist nicht in meinem Langzeitgedächtnis gelandet. Bei mir ist nur zurückgeblieben, wäre irgendwie wichtig, aber ich bin weg. Scheint uns allen so zu gehen. Ja. Okay. Ja. Das heißt, wir haben hier ein kleines Therma, einen Schatztext, den wir gestern versteckt haben. Und heute finden wir ihn wieder.
von heute Nachmittag, kann ich es euch sagen. Das ist auch so was Schönes eigentlich, ja, vor allem auch in dieser Tradition. Da entstehen Texte, wie solche Lieder oder auch Anweisungen oder Bilder oder Erklärungen. Und dann verschwinden sie wieder. Und die verschwinden dann in den Geschichten, in Felsspalten oder unterm Wasser oder auch im Geist von jemand. Und dann gibt es immer andere Leute, die finden es dann wieder. Manchmal ziemlich schnell und manchmal erst ein paar hundert Jahre später. Aber es ist dann immer richtig. Beides ist richtig. Dass es erstmal verschwindet und dass es dann wiederkommt. Also schauen wir, was wiederkommt. Wir müssen das vertagen, bis der Schatztext wiedergefunden ist. So. Das war erstmal in der Runde. Gut. So, jetzt für die dazugekommenen und insbesondere, glaube ich, zwei Menschen gar nicht zu kennen, dich und dich. Herzlich willkommen erstmal. Dies hier ist ein Raum der Übermittlung oder der Raum der Verlockung, sich der wahren Natur der Wirklichkeit und unserer selbst zu nähern. Alles, was auch immer dafür nötig sein mag, darf hier sein. Alles, was das hindert, möge gehen. Oder sich auflösen. Deshalb, was auch immer ihr fragen wollt, was auch immer ihr erzählen wollt, was auch immer euer Anliegen ist oder eure Sehnsucht, ist auf jeden Fall herzlich willkommen und davon soll auch ausgesprochen werden. Für einen selber und auch, ja, dass wir ins Gespräch auch kommen. So, was auch immer ihr fragt oder erzählt, muss nicht im Zusammenhang stehen mit dem, wo ich gerade thematisch bin. Das ist wichtig, ja. Weil manchmal kann das ja, weiß nicht, denkt, oh, mein kleines Problem ist viel zu klein oder so. Nein, gar nicht. Gehört alles hier rein. Das ist erst. Ja, thematisch. Ich komme immer und mit irgendeinem Thema, das mir am Herzen liegt und das ich für geeignet halte, zu dem jeweiligen Zeitpunkt und so wie ich euch einschätze und uns und unser Wachsen, für geeignet halte, eine Vertiefung der Erkenntnis der Wirklichkeit zu bewirken. So. Das Thema, und da haben wir zum Beispiel auch schon mal ein Jahr über Jesus gehabt. Das war anstrengend. Dann mal ein Jahr Rumi, ein Jahr Ramana, ein Jahr Kabir hatten wir auch schon mal. Dann Sahacho, indische Leute. Zuletzt jetzt ein Jahr Gedichte von Thich Nhat Hanh, vor 4 Jahren, glaube ich. Danach haben wir ein Jahr die 16 Atem-Achtsamkeitsübungen praktiziert, wie Passana. Dann haben wir uns ein Jahr dem Herzsutra beschäftigt.
Danach haben wir uns beschäftigt mit, was direkt daraus folgt, mit den 5 Weisheitsbuddhas, ein tibetisches Mandala, sehr ausführlich. Und jetzt, aber man muss das nicht alles gemacht haben. Also es gibt hier keinen Stufenweg. Erst macht man das und dann das und dann das, sondern es ist jedes Mal wieder eigentlich das Ganze durch ein anderes Fenster betrachtet. Also keine Angst, man kann überall einsteigen. Das Fenster, durch das wir jetzt schauen, ist ein wunderschönes, klares Fenster und heißt Dzogchen. Dzogchen heißt übersetzt die große Vollkommenheit. Ist eigentlich dasselbe wie im Sanskrit Mahamudra. Wer das schon mal gehört hat. Das heißt, diese ganzen Traditionen da und da ist auch ein großer Strom. So. Diese Tradition hat 2 große Wurzeln. Die eine Wurzel ist sehr, sehr alt und stammt aus der Bön-Tradition, die vorbuddhistische Religion in Tibet, die auch eine sehr tiefe, wunderbare Spiritualität hat, und die haben auch schon Dzogchen praktiziert und tun es bis heute. Die zweite Wurzel ist in der buddhistischen Tradition, und inwieweit man die wirklich so auseinanderhalten kann, weiß ich auch nicht. Also die haben ja immer miteinander geredet und so. Ja, aber die zweite Wurzel hat eine wunderschöne Geschichte, nämlich dass Vajrasattva, dieser Bodhisattva, die Übermittlung gegeben hat an einen Menschen direkt. So was kommt manchmal vor. Und dieser Mensch hieß Garab Dorje, und das ist auch schon lang her. Das Schöne, finde ich, ist, dass es gibt ein Testament, hat er das genannt. Dieser Garab Dorje hatte natürlich Schüler und so weiter, und er hat ihnen ein Testament hinterlassen. Und in diesem Testament stehen nur 3 Grundsätze. Und das finde ich wunderbar und einfach und praktikabel. Und diese 3 Grundsätze sind erstens die direkte Einführung in die wahre Natur des Geistes und des Universums, der Wirklichkeit. Zweitens die Beseitigung und der Umgang mit auf jeden Fall auftauchenden Zweifeln. Drittens, dabei bleiben, sprich integrieren im Alltag und in den jeweiligen Situationen. Wunderbar. Punkt 2 ist, glaube ich, der arbeitsaufwendigste, das mit den Zweifeln. Punkt 3 muss man sich immer wieder erinnern. Punkt 1 ist einfach. Ich finde es so besonders schön, weil eben wir im 6. Gang losfahren. Oh, aber eigentlich im 6., ich weiß nicht, eigentlich 1. Gang Gas voll durchgedrückt. Und uns uns ermächtigen, Einsicht zu haben. Und zwar genau jetzt. Nicht morgen. Nicht, wenn wir dies und das erledigt haben. Nicht, wenn wir endlich gute Menschen sind.
nicht dann, wenn die Welt ordentlich durchgerettet ist. Es ist nichts vorher zu tun. Wir sind ermächtigt. Einzusehen. Wir sind ermächtigt, uns zu erinnern, wie es Andreas genannt hat. Wir sind ermächtigt von Geburt und aufgrund der grundlegenden Gutheit, die in uns allen ist, zu wissen, zu erfahren, dass Unendlichkeit ununterbrochen Endlichkeit gebiert. Dass alles, was geboren ist, letztlich aus der Unendlichkeit geboren ist. Dass alles, was geboren ist oder entstanden ist, letztendlich dem Ungeborenen angehört. Und das, was wir sind, auch jeder von uns. Unsere Körper sterben, verändern sich, werden krank und so weiter. Alles Mögliche, wie Gompa gestern gesagt hat, nichts ist fix. Alles Mögliche ändert sich, ärgert uns, macht uns krank, macht andere krank und so weiter. Aber die Essenz unseres Seins ist Unendlichkeit, offene Weite. Das Leben selbst. Genauso ist es mit dem Geist. Er mag uns ärgern. Er mag Dummheit produzieren oft. Er mag langweilig sein. Es mögen große Dramen in uns ablaufen, Emotionen, kenne ich alles. Riesige Wellen von allem Möglichen. Aber alles das ist nur, was heißt nur, ist grandioserweise, ist besser, nur ist scheiße, streichen. also muss nicht rausschneiden, ich will nur dem Zuhörer klar machen, das war das falsche Wort, ist grandioserweise genau der momentane Ausdruck der absoluten Klarheit, der absoluten Bewusstheit des Geistes selbst. Habt ihr mich? Helga? Noch nicht? Okay. Ich verstehe sie manchmal nicht so. Oh, akustisch? Ja, akustisch. Oh, dreh auf. Daran soll es nicht scheitern. Besser so? Ja. Okay. So, das war jetzt aber auch wieder ein Text, den ich nicht zurückspulen kann. Nee. Der geht, weil es eben genau der aktuelle Ausdruck des Großen ist. Also kann ich es nur nochmal versuchen. Die Formulierung, die mir selber sehr gut gefallen hat, weswegen sie auch hängen geblieben ist, ist, nein, nicht wirklich hängen geblieben. Hi. Ich muss neu fischen gehen in den Weiten des Geistes. Mhm.
Angefangen habe ich mit der Ermächtigung. Ist auch so ein großes Wort. Und es heißt einfach, jeder von uns hat von Natur aus die Macht und das Recht, die Erlaubnis und sogar die Verpflichtung, wirklich zu erkennen, wer wir wirklich sind. Hörst du mich? Mhm. Ja, ist klar. Ja. Ist klar. Super. Punkt 1. Wir haben die Ermächtigung zu wissen und zu erfahren und die Verpflichtung umzusetzen. Dass alles Geborene, alles Entstandene, geboren und entstanden ist aus dem Ungeborenen, Nicht-Entstandenen. Hörst du mich? Wunderbar. Nicht nur ist es geboren aus und entstanden aus, sondern es ist im jetzigen Zeitpunkt und genau am jetzigen Ort völlig ungetrennt davon, weil es nicht so ist, wie wir es uns manchmal vorstellen. Die offene Weite der letztendlichen Wirklichkeit gebiert permanent, aber nicht hinaus, sondern hinein. Das ist es. Ja. Ja, das ist es. Das ist es. Hinein. Das ist anders als bei uns, als Körper. Ja? Wenn du ein Kind geboren hast, dann ist das rausgerutscht aus dir und war dann, und dann schneidet man die Nabelschnur durch und dann ist das extra. Dann gibt es noch ein halbes Jahr so dieses virtuelle Ei und dann ist immer mehr weg. So ist es hier nicht. Sondern es geht immer, es muss ja auch hinein entspringen, weil ja das Göttliche oder der Urgrund keine Grenzen hat. Also es ist immer gleichzeitig... Mikro, sei so lieb. Nein, schon ja, ist doch, doch. Genauso wie du mich hören möchtest, möchte auch ich dich hören. Das ist auch richtig. Nein, aber es ist immer gleichzeitig irgendetwas, was ständig so wird und herausspringt. Exakt. Aus dem, was ist. Und man spürt das manchmal, weil man da manchmal mit drin ist. Also man ist da manchmal nah dran und manchmal weniger nah dran. So ist es richtig so? Völlig richtig. Und manchmal ist man vollkommen getrennt. Scheinbar? Ja, mit dem Gehirn irgendwie, dem Teil, ja. Und ja, es ist im Grunde genommen immer alles kurz davor, etwas zu werden. Ja, es wird alles ständig. Ja, und es wird dann, und dann wird es was, ja. Ja, interessant. Exakt. Das war die direkte Einführung in die Natur der Wirklichkeit. Ihr seht, das ist nicht schwierig. Wunderbar. Ja. Was nicht heißt, dass es das jetzt war, da ist kein Ende abzusehen der Einführung und kein Ende der immer wieder neu, auch das immer wieder frisch. Erkenntnis des immer wieder neu Staunens und Erschauderns und kein Ende der Vertiefung. Der was? Vertiefung. Ah ja. Aber als Einführung reicht es erstmal. Genau. Wie geht's dir? Hast du was gehört? Ja. Gibt es eine Resonanz? Ich spüre sie. Sehr gut. Nämlich auch bei verschiedenen Wesen ja verschieden. Es gibt Wesen und Menschen, da klickert es mehr
in dem Bereich und bei manchen klickert es mehr in dem Bereich und ist aber völlig gleichwertig. Mhm. Super. Gut. Die offene Weite des Seins. Die ist erstmal ungeformt. Erstmal. Na, erstmal stimmt ja auch nicht, weil dieses erstmal gibt es ja gar nicht. Weil also erstmal muss ich aber sagen, nicht zeitlich, sondern gleichzeitig ungeformt und Form und alles andere manifestierend, permanent und immer frisch. Das ist so wichtig, dieses immer frisch, immer frisch, immer frisch. Wenn ich sage immer frisch, dann ist das eine weitere Ermächtigung für jeden von uns. Es ist immer frisch. Und obwohl wir selbstverständlich jeder seine eigene Geschichte haben, die uns geprägt hat und die uns und so weiter und so weiter, haben wir das Recht und auch die Verpflichtung, immer frisch, immer frisch. Und je größer unsere Einsicht wird, sowohl in die biografischen Aspekte als auch in das Letztendliche, umso größer wird immer wieder unsere Freiheit zu entscheiden, in jedem Moment. Ist es jetzt wichtig, sich mit dem Biografischen zu beschäftigen? Oder kann ich jetzt gerade einfach völlig neu, völlig anders, frisch? Wir sind nicht auf ewig Gefangene unserer Geschichte. Mir fällt gerade ein, das immer frisch gefällt mir sehr gut. Oh, super, nimm's mit. Und ich überlege mir gerade, wer das wohl ist in mir, welcher Teil, der dann mich immer versucht zu bremsen, der sich immer sagt, hey, Pause, Pause, ich möchte mich, nimm dich zurück. Der Angst hat vor zu viel. Wobei eben genau das immer frisch die pure Wahrheit ist in dem Moment. Und wenn man nach außen geht unter den Menschen, sehr herausfordernd ist. Kleines Dilemma. Das fühlt sich an wie ein Dilemma. Wo ein Dilemma ist, gibt es meist ein drittes. Also das Dilemma empfinden wir als Krieg, weil da steht eins gegen das andere und lösen tut sich meistens, indem wir ein drittes entdecken. Mhm. Also was genau ist das Dilemma? Tun oder nicht tun? Nein, den Zustand von immer frisch, der sich gut anfühlt. Pure Lebendigkeit. Das Klarheit. Ja, Klarheit, genau. Und im Außen, in Kontakt mit Mitmenschen, sehr stark dann, aus welchem Grund auch immer, der Verstand, Ego, das sehr gerne wegnimmt, diesen Zustand, das ist immer frisch. Dieses Dilemma meine ich. Wie? Ah,
Da sind wir jetzt einfach nur bei Punkt 2, Zweifel. Ja. Was mache ich damit? Erstens, erinnern. Und möglichst sich angewöhnen, auch, also wenn du jetzt das nächste Mal rausgehst und du bist unter Menschen, erinnere dich erst recht. Und vergiss nicht, dass ja dieses immer frisch auch für dein Gegenüber gilt. Und dass dieser, was du Zustand da nennst, ja auch zur eine Qualität unserer grundlegenden Natur ist, von allen. Und dass wir auch versuchen können, manchmal ohne viel Worte, aber einfach durch unsere Haltung, diese grundlegende Natur auch anzusprechen. Verstehst du, was ich meine? Mir wird gerade bewusst, ist ein System in mir, wenn ich unter Mitmenschen bin, da ist ständig aktiv im Sinne von Vorsicht, Vorsicht. Hast du Übles erfahren? Bitte? Hast du Übles erfahren von deinen Mitmenschen? Hast du Grund zur Vorsicht? Ja, klar. Klar. Von daher ist schon eine große Herausforderung für mich, ist meine, mich mit meiner wahren Natur zu zeigen. Also es ist aufregend im positiven Sinn, aber auch immer eben diese, an der anderen Seite eben diese Angst. Diese Angst, dass diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, wieder aktiviert werden oder sich wiederholen. Genau. Gut, dann ist dieser Teil in dir, mit dem du angefangen hast, der sagt Stopp. Eigentlich ein sehr gesunder. Den würde ich empfehlen zu ehren, diesen Teil. Weil ich kenne dich ja nicht, kenne deine Geschichte nicht, aber so wie du sagst, bist du ein verletzter Mensch. Mal ganz abgesehen davon, dass wir alle verletzte Menschen sind, aber es klingt ein bisschen, da war ein bisschen mehr. Und es ist sehr gesund, dass du dich dann nicht überforderst. Danke. Aber betrachte das Ganze in dir und um dich mit möglichst viel Wohlwollen. Also dich und natürlich auch diesen Teil, der dich beschützt. Betrachte mit Wohlwollen und dein Wachstum betrachte mit Wohlwollen und in diesem Wohlwollen überprüf immer frisch, wie viel Schutz es aktuell braucht. Und das, was es aktuell braucht für dich als Schutz, ist völlig in Ordnung. Das ist dann einfach genau das, was in diesem Moment entspringt, aus der Unendlichkeit. Nichts falsch. Wenn du so siehst, dann ist es auch keine Hinderung mehr. Ja, was glaubst du, was diese tibetischen Yogis alles anstellen für ihren Schutz. Da gibt es extra Rituale und extra
Visualisationen und seitenlange Gebete für Schutz scheint nicht schädlich zu sein. Wobei das Interessante ist, in diesen Ritualen und Gebeten ist es oft so, dass dann der eigentliche Wunsch ist. Und da haben wir wieder so einen goldenen Schlüssel, Achtung. Nicht nur sich zu schützen, was völlig in Ordnung ist, sondern den optimalen Schutz dadurch zu erreichen, dass der Wunsch dahin geht, dass alle diese Menschen oder anderen Wesen, die bisher zu Aggressionen oder zu Schädlichem neigen, diese Erkenntnis haben mögen, von der wir gerade sprechen und selber nicht mehr gezwungen sind, so zu handeln, wie sie derzeit handeln. Das heißt, auch da ist das Wohlwollen drin. Und genau dadurch wird es zum wirklichen Schutz. Wenn Schutz nur ist, dass ich sage, ich brauche Rüstung, damit da keiner durchkommt, all die Bosheit oder die Angriffe oder so, aber mir ist ja wurscht, wie es was mit dem anderen passiert, das ist nicht der optimale Schutz. Versteht? Habt ihr das verstanden? Also lasse Wohlwollen das Ganze durchtränken zu dir und überhaupt. Wobei mir vollkommen klar ist, dass abhängig davon, was ein Mensch so erlebt hat, es nicht auf Anhieb bei jedem Gegenüber geht. Und auch das ist in Ordnung. Das ist einfach dann Teil des Wegs und des Prozesses. Okay. Noch eine Frage? Gut, war auch jetzt ganz schön viel. So auf Anhieb. Ah ja. So. Also, ich habe euch gestern, ich habe euch vorhin so eine Art kleines Vajra-Lied gesungen. Ich habe euch gestern dieses vorgelesen, dieses Uralte, von dem man sagt, es ist in der Sprache der Dakinis ursprünglich geschrieben. Das werde ich euch jetzt auch nochmal vorlesen. Genau, und dann geht's weiter. Es ist ja eh schon fast Mittag. Wo geht die Zeit nur hin? Ach, da haben wir ja. Ahum. Interessant. Okay. Hört zu. Das Lied des Vajra. Ungeboren, dennoch fortdauernd ohne Unterbrechung, weder kommend noch gehend,
allgegenwärtig, höchster Dharma, unveränderlicher Raum, frei von Bezeichnungen, aus sich heraus befreit, vollkommen unbehinderter Zustand, bestehend seit am Beginn, selbst erschaffen, jenseits von hier und da, ohne Negatives, das abzulehnen, noch Positives, das anzunehmen wäre. Unendliche Weite, die alles durchdringt. Unermesslich und grenzenlos, ohne Fesseln, ohne etwas, das aufzulösen, noch etwas, von dem man sich befreien müsste. Gegenwärtig, jenseits von Raum und Zeit, bestehend seit Anbeginn. Unermesslicher innerer Raum. Das ist falsch, das Satz davor ist falsch übersetzt aus der Dakini-Sprache. Nicht bestehend seit Anbeginn, sondern bestehend ohne Anbeginn muss das heißen. Bestehend ohne Anbeginn. Unermesslicher innerer Raum, erstrahlend voll Klarheit wie Sonne und Mond, in sich selbst vollkommen, unzerstörbar wie ein Vajra, fest wie ein Berg. Das ist wichtig für dich, fest wie ein Berg, rein wie ein Lotus, stark wie ein Löwe, unvergleichliche Freude über alle Grenzen hinweg, Erleuchtung, Gleichmut, Gipfel des Dharma, Licht des Universums, vollkommen ohne Anbeginn. Resonanz. Satano. Klar. Ja. Rektor. Klar. Kevala. Ja. Wer ist jetzt nochmal diese Rektor? Ah. Nicht da. Ah, das ist das Problem. Resonanz? Schön. Resonanz? Bei der Dame in Rot auch? Schauen wir noch. Resonanz? Ich kann mir den Begriff jetzt nicht so genau erklären im Moment. Ist das, dass ich das spüre? Oder? Ach, den Begriff Resonanz. Ja, stimmt, das habe ich auch. So ein Vokabel, den ich bis jetzt noch nie gehört habe. Stimmt, das habe ich gestern Abend erklärt. Ach so, ja, dann habe ich das versäumt.
Ja. Resonanz heißt ja einfach Widerhall übersetzt. So. Resonieren kann er in einem immer nur das, was er in einem selbst auch ist. Deshalb frage ich nach der Resonanz. In dem Fall lieber, als dass ich frage, hast du das verstanden? Ja, ja. Darum geht es ja nicht, sondern ist da der Platz in dir, wo das widerhallt? Ja, wo schon so etwas vorhanden ist und wo man es eben einfach spürt und dazu tun kann. Und genau, und wo dein Wesen einfach nur sagt, ah ja, da nur ah. Oder, ah, genau, hatte ich vergessen, aber, ha, so. Ja, verstanden. So ist die Frage gemeint. Ja. Okay. Resonanz? Ja. Ich frage jetzt nur die, die gestern Abend nicht da waren. Resonanz? Ja. Du warst da, ja. Resonanz? Mikro. Ich bin mir immer unsicher, wie nehme ich sie wahr? Die Resonanz? Ja. Das ich nehme sie im Körper wahr. Und auch in der Sicht, also es verändert sich das, was ich anschaue, ein bisschen. Es wird tiefer irgendwie. Ja. Ist das okay? Das ist natürlich und recht. Das muss so sein. Das ist sogar sehr wichtig, dass man sich gar nicht gewöhnt an eine bestimmte Art der Resonanz. Weil auch da ist ja das immer frisch. Ja, das habe ich schon hinter mir. Das habe ich auch schon probiert. Sondern es ist ja, mal spürt man es mehr in den Zellen, wie das war, glaube ich, die Purna gestern oder irgendjemand. Gesagt, es bitzelt in den Zellen. Oder war das heute? Das war heute. Der Andreas, na. Ananda, na, ich weiß es nicht mehr, ist ja wurscht. Jedenfalls haben wir schon gehört, dass manchmal direkt im Körper auch resoniert ja. Und sich macht. Manchmal ist es auch, und das finde ich auch ganz köstlich, manchmal ist es auch wirklich im Verstand, der plötzlich sagt, ja, genau so ist es. Oder manchmal ist es mehr im Herz. Das Herz im Leibe hüpft. Immer anders. Ja, da fängt bei mir der Zweifel manchmal an. Ob das sein darf. Ob soll. Das sein darf, ob das richtig ist. Soll sein. Soll sein. Mögest du das auf möglichst viele Arten und in möglichst vielen Dimensionen deines Seins erleben und wahrnehmen. Aber ist es auch dann, wenn man im Fluss ist, wenn man so das Gefühl hat, es kommt eins nach dem anderen genauso, wie es passt? Na, jetzt war ich ja, meine Frage in die Runde war nach der Resonanz auf dieses Vajra-Lied. Ja. Okay. Abgeschlossen haben wir jetzt geredet. Jetzt fragst du nach was anderem. Nur zum Verständnis, richtig? Ja. Es ist schön, wenn du im Fluss bist. Was ist die Frage? Darf man im Fluss sein? Na, aber zeigt sich, dass dieser Urgrund auf diese Weise, wenn ich im Fluss bin, er zeigt sich in deinem Entzücken, ob des im Flussseins. Ah, danke. Weil da die Bewusstheit mit reinkommt. Ja.
Und ist ja da. Ja, aber ich habe es mir nicht zugetraut. Oder ich, ja. Du hattest es dir nicht zugetraut. Ja. Ja, das fängt bei mir der Zweifel an. Ja. Ist es korrekt, wenn ich sage, du hattest es dir nicht zugetraut? Ja. Sicher? Mhm. Okay. Traust du es dir jetzt zu? Ja, aber ich habe nachfragen müssen. Du darfst ja. Im Ganzen und in diesem sich selbst befreit sozusagen, ist genauso wie es für die Schneeflocke das warme Meer gibt, gibt es für dich die Pia, wenn du es brauchst. Ist ja da. Und nütze es, nütze mich. Und es ist ja sicher auch inzwischen oft so und wird dann mehr werden, dass es mehr das wird, wo die Schlange sich von selbst in, das kennst du sicher auch schon. Ja. Manchmal. Ganz selten. Und wenn das gerade nicht ist, dann gibt es ein warmes Meer, wo du nachfragen kannst. Das ist völlig in Ordnung. So, Gott. Danke. Und du musst auch nicht immer lang warten, bis du fragst. Ich, wenn da bin, dann sind alle Fragen gelöst. Nein, ich will damit sagen, du gehörst zu den Schülerinnen, die fast nie mir eine Mail schicken oder einen Brief oder irgendwas. Das darfst du. Ja, ich wurschtel mich so gern selber durch. Das darfst du ja, auch. Darf ich auch. Aber manchmal, also einfach nur herzliche Einladung. Überhaupt, wenn sowas auftaucht und es was braucht oder die Frage ist, dann schreibt's mal. Und die einzige Bitte, die ich dabei habe, ist, fasst euch kurz. Ich hasse es zu scrollen am Computer. Am liebsten sind mir Dreizeiler. Die sind auch am schnellsten beantwortet. Und hat den Vorteil, dass manchmal man halt länger sich formuliert und dann muss man es noch kürzen. Und dabei klärt sich schon manches im eigenen. Und der Rest der Frage, da wo sie bleibt, das schickt er mir. Kein Problem. Also von Herzen gern, wenn es nötig ist. Und du musst nicht immer halb so erwarten. Weil das können wir uns ja nicht mehr leisten. Ja. Und alles wunderbar. Noch eine Frage? Im Moment nicht. Gut. Auch kannst du natürlich, wenn... Also, wie soll ich sagen, das, was du sagst, sagen viele Leute, dass wenn sie dann hier sitzen, sind die Fragen weg. Das ist ja wunderbar. Weil es ja auch einfach hier ein Feld von Klarheit gibt, wo dann diese Fragen schmelzen. Diese Fragen haben bloß oft die Eigenschaft, dass sie dann wieder sofort sich krass kristallisieren, drei Tage später. Deshalb ist manchmal gut, sich Fragen, also bevor ich komme, aufzuschreiben. Dann können sie nicht so wegflutschen. Aber jetzt war es ja da. Eine. Ja.
ich mache momentan Vajrasattva für jemanden. Ein Mensch, der Klarheit bracht. Ein Mensch, der von seinem Karma weg soll. Oder der, wo ich mir denke, das Karma müsste weg, denke ich mir. Putzen. Ja, putzen. Wenn das in mir auch resoniert, hilft es dann ihr noch? Wenn ach, ob du zu viel Segen für dich absaugst und nicht genug überbleibt für den du das machst, ja. So meinst du? So. Vajrasattva. Also Vajrasattva sagt, Punyata, was glaubst du eigentlich, wie groß ich bin? Groß. Vajrasattva. Ja, aber ich bin klein. Eben. Ja. Wie konnte denn die kleine Punyata von dem großen Vajrasattva zu viel Segen absaugen, dass dann nichts mehr überbleibt? Ganz abgesehen davon, dass Vajrasattva auch ohne ihn darauf aufmerksam machen, um die dreckigen Fensterscheiben bei diesem anderen Menschen weiß. Und was heißt Karma wegputzen? Vielleicht mache ich da was falsch. Nein, ich habe jemanden, den ich sehr mag und der krank ist und wo ich mir gedacht habe, vielleicht ist das karmisch bedingt und vielleicht kann ich einfach. Das ist tatsächlich ein Gedanke zu viel. Aha. Das musst du nicht überlegen und kannst du auch gar nicht. Wie wär's denn einfach? Das ist über unsere Fassungsfähigkeit. Mhm. Weil Karma ist ein unglaublich komplexes Geschehen und nichts, was geschieht, ist unberührt von Karma natürlich. Insofern erübrigt sich die Frage oder Überlegung. Aber wie die Dinge zusammenhängen, ist zu komplex, um es zu begreifen. Gott sei Dank. Mein Gott, das wäre schrecklich. Aber es ist in jedem Fall zum Segen. Oder ist das auch ein Übergriff? Ich würde erstens Medizin Buddha natürlich, wenn der Mensch krank ist. Habe ich kein so gutes Gefühl gehabt. Das beste Gefühl habe ich mit Vajrasattva. Dann ich schon würde ich dir empfehlen, lege es wirklich nicht deine Überlegung, den Vajrasattva, ans Herz, sondern lege den ganzen Menschen, um den es dir da geht und den du gern hast, eben ans Herz. Und er soll dann nachdenken. Mhm. Verstehst du? Das, und vergiss nicht, bevor du für den anderen bittest, eine Runde für dich. Beginne die Übung mit dir selbst immer. Mhm. Danke. Das ist wichtig. Und ja, weißt du, er kommt ja auch nicht allein daher, wie du siehst. Er hat jede Menge Freunde. Und wen haben wir da? Der Tenrisi dabei, dann auch ein paar wilde Gestalten. Amitabha ist ganz groß oben drüber. Der Om Amideva Shri. Tara meine ich auch zu sehen. Padmasambhava, lauter gescheite Leute. Weißt du, das Gute an sowas ist ja auch für einen selbst, dass man ja dann etwas wirklich abgibt. Ja, und ich habe das Gefühl, ich tue was. Ja, genau.
dass es ganz wunderbar macht, es, mhm, nicht um etwas Bestimmtes, mhm, zu reinigen, sondern er ist der Boss und er weiß, was zu reinigen ist. Mhm. Danke. Mhm. Und dann ist es auch leichter für dich, glaube ich. Ja, es tut mir gut auch. Ja, wunderbar. Wunderbar. Aber alles richtig. Nirgends ein Problem. Irgendwas wollte interessant war. Gut. Mhm. Wolltest du was sagen? Ha? Eine Frage, die mich schon länger beschäftigt. Also, diese Gleichzeitigkeit, das ist mir erfahrbar. Ich kenne die offene Weite, aber dann soll es ja eigentlich Zeit und Raum nicht geben. Also die Gleichräumlichkeit, das Wort ist mir gerade eingefallen, irgendwie, das verstehe ich nicht. Was heißt, es soll ja Zeit und Raum nicht geben? Es ist jenseits von Zeit und Raum. Das Ungeborene. Das Ungeborene. Und jenseits von Zeit... ist mir klar, oder so? Ewigkeit liegt dir näher als Unendlichkeit. Ja, genau. Also weil die offene Weite, dieser Raum hat einfach diese Endlichkeit, diese offene Weite, da braucht es Raum dazu und irgendwie... Du kannst dir natürlich Raum ohne Ecken und Kanten schwer vorstellen. Das geht nicht mit diesem Apparat. Ja, er hört irgendwie irgendwo auf, so in der Vorstellung. Richtig. In der Vorstellung. Das heißt ja nur, dass die Vorstellung begrenzt ist und nicht, dass der Raum begrenzt ist. Also wenn der Raum in meiner Vorstellung Grenze hat, dann kann ich gleichzeitig wissen, dass es nur meine Vorstellung von der Grenze des Raumes ist, dass es eigentlich noch weitergeht. So. Ja. Okay. Probier's mal so. Atala. Also ihr merkt, wir sind jetzt wirklich bei Punkt 2 gerade von dem dreiteiligen Testament von Garab Dorje. Ich wollte dazu nur sagen, dass der unendliche Raum, die Vorstellung, dass der unendliche Raum der innere Raum ist, das finde ich so unglaublich. Das ist wunderbar, gell? Gell? Der innere und der äußere. Also wenn wir von innerer ja, und äußerer sprechen wollen. Ja, aber dann gibt es ja in dem Sinne weder innen noch außen. Richtig. Aber für mich hat dieses Wort, mhm, der innere Raum, also wenn alles, was dort auch ständig geschaffen wird, wenn all die Schmerzen eben auch nach innen geschaffen sind, ja, dann ist das warme Meer da. Ja. Mhm. Wunderbar.
so. Offene Weite, absolute Klarheit, was den Geist angeht, Freudigkeit, was die Herzqualität angeht, Mitgefühl, alles Qualitäten, die dem Urgrund, die zum Urgrund gehören, sind einfach Qualitäten. Urgrund manifestiert sich permanent, das ist seine Natur. Ja, das geht nicht anders. Man sagt, dass die Natur des Letztendlichen sich ständig zu innern oder äußern oder zu manifestieren in allem, was wir erfahren. Und dann gibt es auch da wieder ein drittes, selbstverständlich, Sie lieben die Dreiteilung, die Art und was erfahren wird, das da ist, da greift erst die Konditionierung, die Geschichte und so weiter. Aber erstmal ist da die offene Weite und ihre Natur, sich permanent zu entfalten. So, dann, das müsst ihr euch nicht merken, das ist nicht so wichtig. Weil eigentlich am Ende kann man auch das wieder nicht voneinander trennen, natürlich. Wunderschön finde ich, und das möchte ich dann eigentlich heute Nachmittag mit euch betrachten. Das kam jetzt in München so auf, da kamen wir dann sehr schnell im Gespräch auch auf Milarepa und seine Belehrungen. Und er ist ja so wunderbar poetisch, wenn auch sehr lang, ausführlich oft. Da denke ich mir dann auch, mei, die hatten Zeit. Oh, die hatten Zeit, die Leute. aber ein Stück, das viele von euch schon kennen, möchte ich in dem Kontext nochmal mit euch genießen und betrachten. Und das ist die Geschichte von Milarepa und Paderbum. Sei eine seiner Lieblingsschülerinnen, die ich gestern Abend ja auch schon mal kurz erwähnt habe. Ihre Erfahrung, ihre Zweifel und was Milarepa dann sagt und was das für uns bedeutet. Das wäre jetzt zu knapp, es noch anzufügen. Nachdem ihr ja euch alle aufgezeigt habt, dass ihr Mittagessen mitgehen wollt, gehe ich davon aus, dass ihr auch heute Nachmittag da seid. Weil das wäre ja sonst blödsinnig. Hä? Naja, weil dann kann man die 2 Stunden auch da bleiben. Und weil es sowieso gut ist, da zu sein. Ha? Gibt es jetzt noch irgendwas von euch? Ah ja, Kevala und Devaseto. Oder nur Kevala, weiß ich nicht. Ah. Alle deuten aufeinander gerade. Niemand macht so, alle so.
Na, ich wollte nur fragen, weil das hing mir so noch so nach. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob du das noch weißt, dass du das gesagt hast. Also ich habe mich dann gefragt, warum hat das damit zu tun, dass du mich Rektor nennst, dass sie nicht da ist? Das habe ich nicht verstanden. Also das versteht mein Geist irgendwie nicht. Weil, ach, erstens war es einfach ein Witz. Zweitens, ein Versuch, mich zu entschuldigen, dass ich ständig die Namen durcheinander bringe. Drittens, aber doch, hallo Leute, mir gehen meine Schüler ab, wenn sie nicht da sind. Und sind dann irgendwie poppen hoch auf die eine oder andere Art. Ja, okay, jetzt habe ich es verstanden. Und drittens ist eigentlich das Wichtigste von den dreien. Also mir ist hängen geblieben, dass hier Erleuchtung und Gleichmut im gleichen Atemzug genannt werden. Mit einem Komma dazwischen. Und dass wir hier aus den Aussagen, die wir treffen, öfters zum Beispiel das Gefühl haben, es fühlt sich gut an und deshalb ist es bestätigt und du bestätigst das auch. Aber Gleichmut würde doch bedeuten, dass auch wenn es sich gerade nicht gut anfühlt, die Bestätigung deswegen nicht weniger sein müsste. Welche Art von gut anfühlen meinst du gerade? Jemand hat gesagt, habe diese Verbindung und sie fühlt sich gut an und du hast das dann bestätigt, dass das dann die Verbindung ist. Oder, Entschuldigung. Oder die Frische drückt sich aus in Glückseligkeit. Aber die Frische ist unabhängig von Glückseligkeit oder einem natürlich nicht angenehmen Zustand. An irgendeinem Punkt haben wir uns missverstanden. Okay. Jetzt. Ich glaube, wahrscheinlich liegt es an, also erstens, du hast völlig recht. Also wovon du redest, nennt man den einen Geschmack. Also dass dieselbe Essenz in allem drinnen ist. Klar, rede ich auch davon. Wenn ich dann mit Menschen rede, die an unterschiedlichen Stellen sich befinden, dann braucht es manchmal oder oft auch für die eigene Überprüfung Kriterien. Das ist schon notwendig. Und da ist manchmal nicht förderlich, wenn man die eigenen Kriterien mit denen von anderen vergleicht. Und oder auch die Antworten, die ich dem einen oder anderen gebe, dann auf sich selbst bezieht. Weil manchmal ist es auch individuell. Und du hast keine Frage gestellt in der Richtung. Müsste man jetzt ausprobieren, was ich dann zu dir sage. Zum Beispiel war jemand, wo gesagt wurde, die Bewusstheit oder der Umstand, dass du dir dann bewusst bist, ist ein Hinweis, dass du erkannt hast oder in einem Erkennen bist. Du sprichst jetzt gerade von deiner Mutter, wo ich gesagt habe, das Entzücken, ob das
im Flussseins ist der Ausdruck des Urgrunds, weil darin das Bewusstsein sich zeigt. Zum Beispiel. Stehe ich voll dazu. Jetzt frag doch mal für dich. Für mich wäre es wichtig, dass dann auch die andere Seite gesagt wird, dass aber auch im Zustand, wo du nicht bewusst bist, das Ganze trotzdem nicht abhanden ist. Ah, jetzt habe ich dein Anliegen verstanden. ja. Egal wie viel Verdunkelung im momentanen Erfahren besteht, egal wie viel Dummheit in den momentanen Regungen unseres Geistes vorhanden ist, egal wie viel Ignoranz ist und egal wie dreckig die Fenster sind, das Licht ist immer dasselbe. Und die klare Natur des Geistes ist immer dieselbe, nur leider halt dann in dem Fall nicht vom Individuum wahrnehmbar. Und das macht natürlich schon einen Unterschied. Aber ganz klar, was groß ist groß, was klein ist klein. Heute ist zum Beispiel so ein Wetter, da ist es sehr, sieht man das richtig. Die Sonne scheint den ganzen Tag. Mal ist sie mehr hinter Dunst, mal weniger, aber es ist immer dieselbe Sonne. Nicht nur das, sie bewirkt auch immer etwas an Wärme, an Wachstum, an Beleuchtung. Mit und ohne Wolken. Klar. Ist das die andere Seite, die du meinst? Die andere Seite wäre, dass der Donner gleich viel bewirkt. Das was? Dass der Donner gleich viel bewirkt. Das weiß ich nicht. Und ja. Es geht nicht darum, dass alles wurscht ist. Nein. Und egal ist. Weil das ist es nun mal nicht, also im Bereich der historischen oder im Bereich der Phänomene. Aber das Große, der Urgrund, ist immer und immer völlig unangekratzt. Das ist die grundlegende Gutheit, die immer wahr ist und sein wird. Und sie ist nicht nur erfahrbar in den Momenten, wo ich den Eindruck habe, das passt jetzt oder das ist gut, sondern sie auch ist erfahrbar wirklich in den Momenten, wo ich das Gegenteil in mir fühle. Sie oder ist erfahrbar auch zum Beispiel in Momenten großer Angst. Ja. Sie ist erfahrbar in Momenten großer Traurigkeit. Sie ist erfahrbar in Momenten großen Verlustes, auch großer Verletzung. Und so weiter. Absolut alles mein Erfahren. Das ist ja das Wunderbare. Ja. In Momenten großer Langeweile. Auch. Ist dir langweilig? Nein. In dem Moment, wo du dich diesem Erfahren zuwendest, geschieht etwas mit dem Gefühl von Unzufriedenheit. So. Weiteres heute Nachmittag.
Ich wünsche euch, wie bitte? Da war noch jemand? Wir sehen uns. Ich wünsche euch eine gute Pause und uns allen. Und